So, hallo und herzlich willkommen am 19. März bei FIFA 19 Karriere. Ich bin der Fangamer. Es geht jetzt hier auswärts weiter gegen Huddersfield. Ihr seht es hier in der rechten Verteidigung, wird Pillard Platz nehmen. Pillard, keine Ahnung, wie man den Haber ausspricht. Weil. Habeng, Dang, Huang, Deng, egal. Der Chinese im rechten Mittelfeld, also im rechten, in der rechten Verteidigung, fällt leider für 8 Wochen aus. Oh, das war schön. Einmal probieren wir es noch. Oh, das war nichts. Einmal probieren wir es noch. Oh, Arschloch. So. Huddersfield. Ja, mal sehen, wie man hier drauf sein wird. Man musste schon viele extra Matches in der Saison bestreiten. Im Emirates FA Cup auch längere Matches, wie wir in der letzten Partie gesehen haben. Ob man jetzt noch jemanden im Sturm holt, weiß ich nicht. Wahrscheinlich schon als Backup von Bendtner. Und Long. Long weiß ich noch nicht, wie der spielt, weil er immer noch verletzt ist. Das war jetzt bis jetzt kein guter Transfer, dass man den geholt hat, weil ich habe nicht gesehen, dass er verletzt war. Da habe ich einfach nicht geschaut. Ich habe nur gesehen, Long. Guter Spieler. Kenne ich vom Ending. Der geht gut ab. Bis jetzt harmlos die Angriffe in der ersten Viertelstunde von Lincoln City. Ja, wie wird sich der junge Pilot verhalten? Man hat kurz überlegt, Long wieder in die Startformation zu geben, dann hat, denkt man sich, naja, Jugend vor! Jugendspieler, der muss einmal ins kalte Wasser springen. Oh! Gott sei Dank. Ja, spielt offensiv gut mit Pilot, der Mann. Fällt jetzt hinten zwar.
Oh. So, mal weg. Oh, das war ein Fall. Für das jetzt Gelbchen geben wird von Ring. Für Ring. Ob er nächste Saison Start spielen wird, das weiß ich noch nicht, weil ein anderer Spieler kommt, den ich auch gerne habe. Wow. Also im zentralen defensiven Mittelfeld ist man jetzt von Lieblingsspielern übersät, quasi, in der nächsten Saison. Wer kommen wird, ist noch nicht verraten, ist aber auch ein bisschen eine Legende bei mir. Mit dem spiele ich sehr gerne, den habe ich sehr gerne, den Spieler. Spielt auch in der Champions League bei mir. Die ich hier mit Ending mache, oder Ending mit mir, oder wir gemeinsam, wie man es auch sehen mag. Oh, schön. The referee has indicated there will be a minimum of 2 minutes of added time. Ja, zwingende Chancen waren jetzt nicht wirklich noch. Oh. Oh. So wollte ich das nicht machen, aber beste Chance hier vom Bendtner, der den Ball an die Stange setzt. Der junge Mann steht im Fokus, hat sich hier gut verkauft. Kann jetzt hier am Ende der Saison noch ein bisschen Praxis sammeln. Ja. Jetzt ist es passiert. Puh, bist du Depp, da hat immer überhaupt keine Energie mehr. Ja, wirken alle etwas kraftlos. Wird das die erste Niederlage seit langem wieder?
Oh. Bendtner. Oh, schön. Puh. Boah, Schulte und Lovrencic. Alter, bist du deppert, was ist denn da los jetzt? Mit der Energy. Ich hoffe, es gibt keine weiteren Verletzungen, Alter. Gianni, der Linkling sieht weiter geschossen hat. Yes! Legt's vor! Legt es vor! Der Linkling sieht den Emirate FA Cup weiter geschossen hat. Legt hier für Ring den Ausgleich auf. Schön gesehen, dass dieser hier mitläuft. Gefühlvoll setzt Ring den Ball an den Schiedsrichter. Am Torwart vorbei. Ist er zum zweiten Mal der Joker, der Punkte bringt. Oh. Moro, den muss man glaube ich scouten. Oh, das war nicht gut. Alter, Hypercam, bist du deppert? Im Antritt bist du nicht mehr unterwegs, gut. Oh, das war nichts leider. Oh, echt jetzt? Oh shit. Oh, gefällt mir richtig gut, der junge Mann. Mirandjuk auf! Auf Bendtner!
Und der macht sein, ich glaube, 7. Tor, 8. Tor, ich weiß es nicht. Wir werden es gleich eingespielt sehen. Ja, mit dem Kopfball ist er stark. Also mit dem Kopfball ist er, mit dem Kopf ist er stark. So. Also schön von Mirantschuk, der Ball, der Pass. Bentner mit dem Kopf. Wurde erst in der Mitte der Saison geholt, glaube ich. Und hat sich jetzt richtig gut bewiesen. Wie viele Tore schießt du, wenn deine ganze Saison spielt? Da sind es, 9. schon. Jetzt noch gut verwalten. Die Nachspielzeit. Oh. Yes! Last Minute Sieg. Die weiße Weste bleibt bestehen. Wie kam es dazu? War der Gäste mal sehr aktiv. Oder bin ich Gas gewesen? Ich weiß es nicht. Scheißegal. Ich freue mich über den Last-Minute-Sieg jetzt. Ja, da sehen wir jetzt, glaube ich, das 1:0 von Huddersfield. Ja. Moro. Hier schoss Bentner noch weit drüber. Hier auch noch. Ja, aktiv war Bentner wieder. Sehr gut gespielt. Hier, Ring, das 1:1. Gut gesehen von Czerny. Ja, man merkt schon an, die Fitness geht gegen Ende der Saison zur Neige. Und hier sehen wir per Kopf den Siegestreffer. Huddersfield unterliegt daheim gegen Lincoln City 1:2. Schauen wir noch, wer Man of the Match ist. Czerny. Oha. Top-Bewertung für das, dass er so kurz gespielt hat. Na gut, wir sehen uns im nächsten Spiel. Ich bin der Fangamer. Macht es gut. Ciao und Baba.